Stark sieht tatsächlich anders aus. Was der Markt gerade zeigte, ist nicht wirklich überzeugend. Wir sehen hier den Dow Jones beispielsweise im Future-Handel, also sprich 24 Stunden unterwegs. Wir sehen die starke Abwärtsbewegung nochmal, das Wackelige nach oben und im Moment geht es ja wieder nach unten. Aktuell hatten wir hier so ein bisschen wieder ein Bestreben nach oben, aber es ist genau das gleiche Spiel wieder wie so häufig, eine starke Abwärtsberichtung, eine ABC nach oben, was alles sehr stark dafür spricht, auch gerade die steilen Flanken hier, dass da die Abwärtsseite noch nicht zu Ende ist. Gucken wir uns mal an, was die großen oder kleinen Brüder hier in Amerika machen, der S&P 500, großer Bruder insofern, dass natürlich viel mehr Titel drin sind, deutet aber ebenfalls in genau die gleiche Richtung. Schub abermals nach unten, wackelig nach oben. Es ist das Gleiche, was wir so häufig eben sehen. Und das ist wirklich nicht das, was Stärke verspricht. Und dementsprechend sind die Chancen auch beim Nasdaq hier ein sehr ähnliches Bild, immer noch stark nach unten ausgerichtet. Wenn wir auf den DAX mal gucken, dann sehen wir, dass der ebenfalls nicht wirklich viel gekonnt hat. Er hatte sich mal aufgebäumt hier. Allerdings war das, was wir hier am 28. und 29. gesehen hatten, nicht wirklich maßgeblich. Wir haben jetzt heute hier nach der sehr schwachen Eröffnung jetzt weiter die Abwärtsseite hier also es ging mehr oder weniger zur Seite, aber wir sehen schon spätestens jetzt gegen Ende, es geht wohl weiter nach unten, also alles andere als eben Stärke aktuell im Markt. So, das sieht so aus, als ob wir tatsächlich damit zu kämpfen haben, hier mit der bullischen Seite. Gibt es tatsächlich noch welche, die hier bereit sind zu kaufen? Im Moment sieht es tatsächlich nicht wirklich danach aus, also wir müssen mit weiter abwärts gerichteten Kursen definitiv rechnen. Zumindest mal all das, was der Markt hier jetzt im Moment zeigt, deutet darauf hin. Trotz alledem gibt es immer noch eine gewisse Chance natürlich, dass das Ganze auch endlich ist. 1, 2, 3, 4, 5. Ich zähle ja gerne mal bis 5. Man kann das erahnen. Hier oben an den Zeichnungen ist ja so ein Klassiker, wenn 5 fertig sind, dann ist erstmal Ruhe. Das hätten wir hier ebenfalls als eine gewisse Chance, dass der Markt jetzt dann von dem Niveau irgendwo hier jetzt, vielleicht geht es noch ein bisschen tiefer, aber dann mal so ein bisschen hier halbwegs nach oben kommt. Und da ist jetzt der Kasus Knaxus, nämlich die Frage, wie kommt das hier nach oben? Wieder mein allzeit verwendetes Bild. Ist es was Wackeliges? Und wer jetzt sagt, es ist doch Tinnef, der gucke sich im Prinzip genau das an, was wir beim Dow Jones gesehen haben. Haben wir so eine Schubrichtung und was Wackeliges nach oben? Ja, dann ist da ein sehr gutes Potenzial für die Shortseite noch im Markt. Also wenn wir so etwas bekommen, man kann es relativ leicht finden. Wer mein Gemälde hier nicht toll findet, der kann eben mal beim Dow Jones gucken, wie das in etwa aussehen kann. Und dann haben wir da die besseren Chancen auf der Abwärtsseite. Wie gesagt, wie oft gesagt, eben den Trigger eben ebenfalls nochmal im Hinterkopf behalten. Nicht einfach pauschal reingehen und sagen, wird schon, sondern dann gegebenenfalls zum Beispiel ein Zwischentief dafür benutzen. Fibonacci kann man natürlich ebenfalls anwenden. Ich deute das jetzt hier mal nur an, weil wir das Tief noch nicht haben, ist es wenig ergiebig aktuell. Aber wir sehen, dass solche Niveaus ja sehr, sehr häufig hier eben eine gewisse Rolle spielen. Warum soll das nicht jetzt ebenfalls so sein? Sehr deutlich war das beispielsweise bei Silber zu sehen. Da haben wir ebenfalls eine 1, 2, 3, 4, 5er Geschichte, so eine ABC runter. Wir haben hier ein Fibonacci Cluster. Schön, da kann man Cluster fast nicht ausbauen. Der Markt hat gesagt, auch wenn das so schön eingezeichnet ist, dann pralle ich davon ab. Ein Klassiker. Und jetzt, wer das verpasst hat, kein Problem. Im Übergeordneten wäre das hier sogar noch ein Trigger. Das letzte Zwischenhoch, letzte Tief, vorletzte Tief bei Silber. Oder aber wir gucken auf der kleineren Ebene Schub hoch und dann würden wir jetzt so langsam aber sicher, nicht zwingend jetzt, aber in Bälde ein wackeliges Abwärts nutzen können, um dann wieder nach oben zu gehen. So ähnlich wie wir es hier haben. Schubweise hoch, wackelig runter. Wenn das hier schubweise hoch, wackelig runter mal kommt, wäre das ein gutes Zeichen. So ungefähr die Hälfte der Aufwärtsbewegung, die wir da hinten haben, das wäre so ein Klassiker. Das sind mal so ein paar Ideen, auf die man gucken kann. Das finde ich gerade relativ spannend hier im Markt. Natürlich geht dieses Verfahren, dieses Prinzip immer und an ganz vielen verschiedenen Märkten, in verschiedenen Zeiteinstellungen. Deshalb wollte ich darauf einfach mal hingewiesen haben. Wer mehr davon haben will, der guckt sich natürlich gerne beispielsweise den Trade des Tages an. Da stellen wir immer wieder aktuelle Trading-Situationen von uns vor. Na, der Name sagt es, einmal am Tag. Wer noch mehr haben will und vor allen Dingen noch mehr so Situationen auch per Video, der ist mit dem Trade to Go gut aufgestellt. Einfach dafür mal anmelden, dann gibt es solche Nachrichten per Telegram oder WhatsApp auf das Smartphone und man hat dann eben zwischendurch im Laufe des Tages immer mal wieder Informationen, was gerade schick ist, was en vogue ist und was man vielleicht ganz gut nutzen kann. In diesem Sinne wünsche ich erstmal alles Gute, sage ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.